Hallo zu Call of Duty Modern Warfare, die Alpha-Version mit den 2 gegen 2. Und ja, da konnte man jetzt eben halt hier das mal ausprobieren mit den neuen Call of Duty. Ich habe da ja auch mit der Gamescom mit einem COD-Kollegen, den ich schon seit Jahren kenne, zusammen gezockt. Und war auf jeden Fall echt sehr, sehr cool auf der Gamescom. Wir konnten da drei verschiedene Spielmodis haben. Und ja, das ging auf jeden Fall ganz gut ab. Man hat auch, wenn man da fertig war, hat man dann nochmal solche vier Codes mit je 15 Minuten, glaube ich, waren das, an Doppel-Experience bekommen. Und ja, die nächste Beta startet eben halt im September. Aber ich war schon sehr überrascht, dass sie hier so während der Gamescom und sogar nach der Gamescom hier noch so mit angeboten haben, hier mit den Alpha, das 2 gegen 2. Ist auf jeden Fall ganz witzig gemacht an sich. Hier müsst ihr eben halt bei zwei Modis dazu. Einmal habt ihr ja separat einfach so Waffen und Sets und so, die ihr gegen 2 habt. Oder eben halt hier, wo wir einfach nur mit Fäusten haben und dann müsst ihr eben halt hier die Waffen aufsammeln und dann den Gegner bezwingen. Also hier geht das taktisch anders vor. Also dieses 2 gegen 2 ist eher dieses taktische halt und ich bin ja eher davon, von den richtigen Multiplayer eher so der Fan und fand das eher cooler. Aber ich fand es jetzt so ganz cool, um selber mal ja Meinung zu haben dazu und das mal auszuprobieren. Ich denke mal, in der Zukunft kann man das auch mal machen, so just for fun, aber wir würden uns eher den Wert drauf legen, den richtigen Multiplayer zu präsentieren, auch mal sonst den Koop dazu mit den neuen Call of Duty. Und ich würde sonst gegebenenfalls auch da die Story noch gerne noch so machen oder eben halt auch da die Sammelsachen, die ich ja früher auch sogar gemacht habe und auch ziemlich gut ankam. Das würde ich sonst auch gerne mal wieder machen sonst oder andere dazu, solche Guides. Ja, den Koop könnte man auf jeden Fall auch mal dazu irgendwie was mal machen. Also da bleibt auf jeden Fall auch wieder was Neues offen. Sieht auf jeden Fall in der Zukunft jetzt viel, viel besser aus und auch an den Style her hat sich vieles getan. Und ja, da verspricht man sich ja schon ein bisschen viel. Ich will jetzt nicht hier überhypen, aber es hat schon vom selber so vom Spielen her ganz gut gefallen. Lasst gerne eure Meinung gerne dazu zu den neuen Call of Duty. Habt ihr es auch auf der Gamescom gespielt? Oder haltet die Alpha mit 2 gegen 2 mal ausprobiert? Lasst mich mal gerne da auch teilhaben. Eure Meinung dazu her, falls jemand von der Community her, von mir jetzt, Call of Duty halt spielt oder früher mal gespielt hat oder sagt, ey, jetzt endlich mal wieder mal richtiges Call of Duty und nicht mehr dieses so rumgebooste, rumgejumpe und rumgeslide und sonst irgendwas halt einfach klassisches COD, wie man halt Modern Warfare an sich ja schon so kannte. Ich wollte euch das hier mal gerne präsentieren, weil ich euch das ja auch schon früher mal auch so ja demonstriert habe, euch ja gezeigt habe und da auch Call of Duty Stuff kam. Gut, dann wünsche ich euch noch den Rest des Gameplays noch viel Spaß dazu. Leider ist es halt in diesem Modus sehr doof, dass eben halt dass irgendein Kollege einfach abhauen kann. Ich hatte auch zum Beispiel gehabt, dass ich alleine gegen zwei spielen musste, habe aber da gewonnen gehabt, aber leider nicht aufgenommen. Das war blöd. Aber ich finde das halt ein bisschen doof. Hier kann auch keiner no neu reinjoinen. Heißt also, wenn der Kollege draus ist, dann ja, ist halt irgendwie ein bisschen schon blöde denn. Aber man kann sogar auch alleine gegen zwei schaffen. Aber meistens ist es ja schon ein bisschen mies irgendwie eigentlich an sich so, weil du da eigentlich dann ja alleine bleibst so. Außer du gehst halt auch raus. Ja, dazu auch nochmal dazu. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.